Sehr gut, und raus! Hua. Thank you.
Du bist bereit? Ja, ich bin bereit. So, wir hätten uns hier direkt aus dem Waldstein in Hörste, schön am Freibad gelegen. Direkt nach dem Spiel 2-0 ausgegangen. Ja, eine oder andere Möglichkeit hätte es noch gegeben, vielleicht mehr, ein paar mehr Tore zu schießen. Fragen wir gleich mal den Kapitän, wie er das hier gesehen hat, das ganze Spiel. Gib das Mikrofon weiter an dich, Louis. Ja, vielen Dank, Felix. Ich finde, wir haben eigentlich erste Halbzeit vor allem ein sehr gutes Spiel gemacht. Hatten das echt ganz gut im Griff, haben uns echt gute Chancen herausgespielt und hätten eigentlich auch noch ein paar mehr Tore machen müssen. Allerdings auch so ein paar Abseitsentscheidungen gegen uns gehabt, wo man dann ein paar Fragezeichen hintermachen könnte. Aber nichtsdestotrotz haben dann 2-0, oder sind wir in 2-0 in der Halbzeit gegangen und haben das auch ganz gut dann in der zweiten Halbzeit runtergespielt. Haben leider nicht so den Druck gehabt wie in der ersten Halbzeit und die Kontrolle. So, dass Hörste da zu ein, zwei Chancen auch noch gekommen ist. Hatten aber selber wieder welche bei uns auf der Seite, die wir machen hätten, oder hätten machen können. Ja, aber am Ende ist es so, wir gewinnen hier 3-0 im Waldstadion. 2-0 sogar nur. 2-0, ja, guck an. Naja, das eine, ja gut, seht ihr ja im Video. Aber nee, gewinnt 2-0 und das ist das Wichtigste, die drei Punkte. Jetzt haben wir noch zwei Spiele. Und da ist jetzt mal Vollgas geben und dann gucken wir, wo wir rauskommen. Ne? Ja, dem kann ich mich auch nur anschließen. Also gut, dass wir, wenn wir die Dinger vorne nicht machen, dass wir hinten nicht die Null halten. Ja. Muss ich auch sagen, Lob an Fabio, der heute wieder klasse in der Hütte das gemacht hat. Definitiv. Leider schon unter der Dusche. Muss er nächstes Mal vielleicht nochmal ran. Ja, in dem Sinne sehen wir uns Sonntag in Kappel, meine ich. In Kappel, ja. In Kappel gegen TSV Horn. 15 Uhr. Danke für die Unterstützung heute. Erwarten euch genauso zahlreich wieder zurück und dann.